Hey ho, meine Lieben! Heute verarbeiten wir dieses Baguette. Wir bauen daraus ein, wie wollen wir es nennen? Also ich hätte jetzt gesagt, am besten nach den Zutaten, ein Monster Cheese Bacon Steak Burger Baguette. Genau das bauen wir da draus. Mit ca. 1 Kilo Fleisch. Und das Ganze stressigerweise in der kleinen, aber feinen Küche. Wir werden uns heute bestimmt auf die Füße treten. Ja, das kann sein. Tja Leute, eine kleine, aber feine Übersicht gibt es heute nicht. Ich habe mir einen kleinen Bauplan gezeichnet. Was da alles drauf kommt, ja, einmal das Brötchen, Barbecue-Soße, Schweine-Rückensteaks, eingelegt in Teriyaki-Soße, habe ich gestern schon mal eingelegt, dazu gibt es nachher noch gleich einen kleinen Rückblick, dann werden haufenweise Zwiebeln angedünstet, dann machen wir schön Burger-Patties mit reinen Rinderhack im Opti-Grill, der steht auch schon da hinten. Spiegelei habe ich hier auch aufgeschrieben, das überlegen wir uns noch, während wir das Baguette machen. Aber ich glaube schon. Dann war der Wunsch von den Mädels, Champignons mit drauf zu hauen. Machen wir halt auch. Und ganz wichtig, eine richtig heftige Käsesoße und natürlich viel Bacon. Gut. Wie bin ich auf das Ganze gekommen? Ja, wieder mal zu viel Fernseh geglotzt. Man vs. Food. Verdammt lecker, Nachschlag für Adam Richman oder wie der heißt. Und naja, dann habe ich gesagt, jetzt war ja auch mal so ein Mörderteil. Gut. Wir fangen jetzt erst einmal an, so mit den Sachen schnibbeln. Und dann geht es so nach und nach direkt am Herd weiter. Ein Tag vorher die Vorbereitung vom 400 Gramm Rückensteaks. Die werden verkauft, handelsüblich überall, als Minutensteaks. Ich habe mir einfach gedacht, bevor ich jetzt hier wieder einen kompletten Rücken hole, hole ich einfach die Minutensteaks. Fertig geschnittene Rückensteaks, circa 1 cm dick, genauso wie ich das geplant habe. Und die kommen jetzt hier ganz einfach in den Vakuumbeutel rein. Ah, jetzt der kleine Beutel eigentlich auch getan. Egal, den habe ich jetzt schon hergerichtet. So, so einfach geht es. Und dann, Leute, wasche ich mir erstmal die Pfoten. Kommt hier einfach Teriyaki-Soße rein. Ja, was weg ist, ist weg. Schwupp. Und ein klein bisschen Mirin, der Reiswein. Das soll in dem Falle schon ausreichen. Und dann können wir hier noch einmal so durchkneten. Und dann tue ich den Beutel einfach vakuumieren, einschweißen, zuschweißen. Und das mache ich jetzt auf die Schnelle. Ach, ihr seid schon wieder da. Jawohl, hier sind sie schön jetzt eingelegt, eingeschweißt im Beutel. Die Schweinenacken-Steaks, Minuten-Steaks. Und so dürfen die bis morgen ruhen. Sich schön vollsaugen. Kann man noch ein bisschen massieren. Ja, 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 ja. Tja, und die nächste Vorbereitung, was wir treffen, das wird dann, oder das Video habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen, ist
ein Coleslaw. Aber die wandern jetzt in die Kühlung bis morgen und dann geht's weiter. So Leute, Manu ist hier fleißig am Schnibbeln. Ich befreie jetzt hier schon mal die Teriyaki Rückensteaks. Werden hier einmal abgetupft und dann können die noch ein bisschen abtrocknen, bevor die nachher gleich im Opti-Grill kommen. Und hier sieht man auch genau, wo sie leicht übereinander gelegen sind. Da ist es nicht ganz so dunkel, aber ja, damit können wir leben. Hey, ist doch in Ordnung, mein Schatz. Ja. Sieht doch gut aus. Ja. So, damit wäre jetzt der erste Schritt schon erledigt. Gib her. Und wo machen wir weiter? Ja, das überlegen wir uns jetzt noch auf die Schnelle. Vielleicht die Burger Patties pressen etc. pp. Der Backofen wird auf knapp 80 Grad jetzt eingestellt. Da können wir nämlich dann die fertigen Sachen dabei einlagern, bis wir alles soweit haben, dass wir dann unser Baguette zusammenbauen können. Ist das ein Plan? Ja, auf jeden Fall. Weitermachen. 800 Gramm Rinderhack, die 400 Gramm Steaks plus 300 Gramm Bacon gibt 8, 1 Kilo, 1,1, 1,5 Kilo Fleisch. Haha, geil. So, hier haue ich jetzt einfach ein bisschen Salz dran und frisch gemahlenen Pfeffer und mehr kommt man da jetzt nicht rein und dann wird das Ganze einfach durchgeknetet und zu vier schönen Patties gepresst. Im Hintergrund werden schon die Zwiebeln angeschmort, dann die Pilze, dann der Bacon und wie gesagt im Backofen bei 80 Grad alles schön warm gehalten. Und dann machen wir auch da drüben die Käsesoße. Die jetzt hundertprozentig rund sind oder nicht, das ist mir eigentlich völlig pups. Hoffentlich gehen da immer zwei Stück in Opti-Grill rein. Oh ja, ich denke schon. Unsere Patties fertig und dann kommt der Moment, wo ich die Cam umbaue und wir rüber gehen. So, und jetzt seht ihr wieder ein bisschen was. Ich schalte jetzt gleich einmal den Opti-Grill ein. Steak, scharfes Anbraten ein. Okay, und dann wird er vorgeheizt. So, nebenan die Pilze mittlerweile. Und ich kann jetzt die Teriyaki-Steaks hier einlegen. Wie gesagt, solche Minuten-Steaks, solche sogenannten. Und du gehst da jetzt auch noch drauf. Oh Mann, hey, was für ein Drama. Ja. Klappe zu, durchbraten lassen. Also das Ding rennt heute mal richtig durch. Klar, die sind ja auch nicht dick. Da geht es natürlich wesentlich schneller.
Aber ich denke, die Burger-Dinger werden nachher ein bisschen länger brauchen. So, die Teile werden schon fertig. Lecker. Lecker, lecker, lecker. 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 Auch lecker. Genauso lecker. Und hier kannst du dann dein Bacon mit rein tun. Gut. Burger. Scharfes Anbraten ein. Burger, okay. Und jetzt heizt er natürlich wieder kurz vor. Und ja, dann kommen die Burger Patties rein. Dann werden wir schon wieder soweit mit Speisen einlegen. Einmal. Zweimal. Die Dicke wird berechnet. Gib ihm! So, Freunde, mittlerweile beide Fenster hier offen, weil sonst geht mir der Feueralarm wieder los von dem Rauch. Auf jedes Patty kommen noch je zwei Scheiben Cheddar-Schmelzkäse, hau mich tot drauf. Na gut, der sagt jetzt nach 30 Sekunden bis durchgebraten, 20 Sekunden, ne, jetzt sind noch 20. Komm, das reicht schon. Und dann dürfen die nämlich unten im Backofen. Scheiße, raus damit, raus damit. Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh. So, da kann der Käse noch schmelzen. Garvorgang beenden. Hallo. Oh, regt mir das Ding heute auf. Scharfes Anbraten ein. Steak, Burger, okay. Speisen einlegen, finde ich sehr gut, dass er so schnell ist. Warum ist der heute so schnell? Ich verstehe es ja gar nicht. Tja, und mit den zwei dasselbe Spiel. So, was fehlt jetzt noch? Die Käsesoße und Spiegelei fehlt noch. Mhm. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit der Käsesoße an. Und danach hauen wir dann gleich noch die Eier in die Pfanne. Ja, und dann können wir auch schon bald zusammenbauen hier. Ja. Da piepst schon wieder. Was wir natürlich auch noch mit draufhauen, ist das Coleslaw. Mhm. Ja. Gut. Käsesoße bauen. So, Leute, ich habe hier, sieht man eh nicht, auf die Käsesoße gezielt. Milch. Und da kommt jetzt geriebener Gouda rein. Wird schön zum Schmelzen gebracht und da hinten sehe ich noch einen geriebenen Cheddar, der kommt auch noch mit rein und dann einfach, ja, das sieht man gut und ist ganz einfach dann noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und fertig ist dann die Käsesoße. Ich hoffe, dass die so richtig schön dickflüssig wird. Ja, und danach brauchen wir dann eigentlich bloß noch die Eier braten. Aber da hole ich euch jetzt nicht dazu. Das machen wir separat. Wir schneiden dabei schon mal das Brötchen, das Baguette auf. So, Dalle, ich fange jetzt schon mal an, das Baguette hier zu schlachten. So. Und gleich geht es hier an dieser Stelle weiter. Unten kommt übrigens die Bourmiam Ribsoße, Saucy vom McAllister rein. Tja, wie gesagt, gleich geht's weiter. Jetzt geht's los.
und ein bisschen was von der Soße. So. Dann kommt schön Coleslaw drauf. Und wenn was neben runterfällt, Leute, das muss so. Weil das wird eine Sauerei werden heute. So. Noch ein bisschen. Dann holen wir uns die Steaks raus und den Bacon. Das ist ja in einer Schüssel. Das hier auf der Seite. So. Hier drauf. Ja. So. Was haben wir uns im Plan ausgedacht, was da drauf kommt? Zwiebeln. Zwiebeln. Leicht heiß. Zwiebeln. Schön, Zwiebeln. Hast du eigentlich schon die Schaschlikspieße zurechtgelegt? Wo sind sie denn? Ja, das haben wir doch das letzte Mal. Jetzt haben wir sie gesucht und irgendwo mal gefunden dann. So. Auf die Zwiebeln kommen die Burger Patties, die mittlerweile schön verlaufen sind, der Käse. Na komm raus, du Feigling. Geben Sie welche auch? Nee, die sind zu kurz. Das schaffen Sie nämlich gar nicht. Backofen kann man ausmachen. So. Dann habe ich als nächstes Spiegelei geplant. Einmal umdrehen, jawohl. Ja gut, wir können hier auch schon mal den Bacon drauf tun. Ist auch in Ordnung. Den habe ich eh auf meinem Plan am Anfang vergessen und dann drauf geschrieben, irgendwo einfügen. Dann mache ich das hier mit. Ah, ich hab was. Gut. So, dann müssen die Dinge hier herhalten. Ja, leg drauf. Jawohl. Uiuiui, fällt schon aus dem Futter. Links drauflegen. Jawohl. So, gut. So, jawohl. Dann kommen noch ein paar von den Champignons drauf. Und jetzt wird die ganze Sache mal richtig kritisch.
So. Du darfst mit der Käsesoße kommen. Kelle? Soll ich Kelle nehmen? Ja, mit der Kelle. Boah, ich muss jetzt schon halten. Fällt schon auseinander. Ja. Ja, ja, ja. Drauf, drauf, drauf. Hau drauf, das Zeug. Mehr, viel mehr. Ich tue da mal die Eier wieder. Die. Ach, da geht schon noch was. Läuft eh die Hälfte runter. Ja. Hier noch. So. Na. Ach, einmal. Gottes Willen, sieht das aus. Gottes Willen. Und du hast Angst gehabt, dass wir nicht davon satt werden? Ja, eigentlich schon. Sieht das Teil nicht hammerhart aus? Oh. Und jetzt machen wir einen gekonnten Mittelschnitt, Leute. Wie die Schweinerei hier innen aussieht. Und dann kriegt jeder ein Stückchen ab davon. Boah, ey. Sieht das nicht hammerhart aus? Hammerhart. Hammergeil. Ja. Hammergeil. Ja, ich schneide jetzt klein und dann mache ich irgendwie das Probierle. Leute, ich habe Angst, da reinzubeißen. Da sehe ich ja aus wie hinterher, was weiß ich wer. Boah, naja, jetzt wird's matschig. Da kann ich gar nicht so reinbeißen. Aber ich tue es für euch. Boah, eine herrlich geile Sauerei. Geil. Ja, schauen wir hier unten von dem Steak auch noch was zu erwischen. Einfach nur geil. Hammer. Leute. Hammergeil. Hammergeil. Wir verschmatzen das jetzt, weil normal essen kann man da gar nicht. Bis nachher im Fazit. Ja. Oje. Ja, mir klebt immer noch die Gusch vom ganzen Käse zusammen. Leute, heute fange ich an. Ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Ich kann es nur sagen, fantastisch. Gott sei Dank habe ich das doch noch das Spiegelei mit rein. Oder wir. Wir haben ja zusammen gemacht, das Baguette. Und ich kann es euch nur sagen, diese komplette Zusammenstellung in alles hat so geil zusammengepasst. Aber ich habe meine Portion nicht aufessen können. Nee, ich auch nicht. Viel zu viel. Viel zu viel. Respekt an die Manu. Die ist wirklich komplett dran gehockt und hat so gegessen, während ich und Alina uns Messer und Gabel geschnappt haben. Aber richtig mächtig. Ja. Macht auch verdammt satt. Gut, insgesamt mit Sicherheit weit über 2 Kilo das komplette Baguette. Mit der Käsesoße, den Zwiebeln, den Pilzen,
Der Coleslaw noch drauf. Also das war das Paket selber. Das ist ja, fällt ja mit unter die 1,5 Kilo Fleisch, der Bacon. Ach so, ja, stimmt. Ja, aber richtig geil und mächtig. Ich hoffe, das Video hat gefallen. War ja eigentlich ein Video von mir, aber Manu hat mir ja Gott sei Dank geholfen. Ja, und dann gucken wir mal, was es nächstes Mal gibt, ob es wieder ein Manu-Video gibt, ein gemeinsames Video, ein reines Michi-Video. Auf alle Fälle haben wir immer noch Kohle übrig. Ja. Haut einfach ab, ich habe noch nicht einmal Tschüss gesagt. Ach so. Ja. Noch nicht mal Tschüss gesagt, mein Schatz. Ja, also Leute, in dem Sinne, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo und ja. Würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.